Die Erwachsenenbildungslandschaft ist im Wandel begriffen und die Lerngewohnheiten Erwachsener haben sich verändert. Teilnehmende lernen zunehmend anlassbezogen und selbstständig und möchten Bildungsangebote möglichst kurzfristig und flexibel besuchen können. Wie können wir damit umgehen und welche neuen Formate werden diesem Anspruch gerecht? Das gelingt zum Beispiel mit flexiblen Formaten wie dem Social Blended Learning. Es verbindet kompetenzorientiertes Blended Learning mit einem Praxisprojekt und Social Software und ermöglicht so ein informelles, selbstorganisiertes und vernetztes Lernen. Wichtig dabei ist die Kombination aus Input, eigenständiger Praxisarbeit und einem gemeinsamen Austausch. Diese Kombination aus Lernbausteinen, angeleitetem Selbstlernen und einer Möglichkeit zum Austausch ist auch in vielen anderen Formen denkbar. Lernbausteine kann man flexibel für Blended Learning-Angebote einsetzen, wenn man sie braucht. Das können zum Beispiel Videos oder Learning Snacks sein. Man kann dafür offen lizenzierte Videos, zum Beispiel von YouTube, verwenden oder eigene Videos erstellen. Wenn Sie dieses Video im Rahmen des eBMOOC 2023 sehen, dann finden Sie in unseren Lernressourcen eine Anleitung zum Erstellen von Lernvideos mit MySimpleShow bzw. mit eSEESE. Learning Snacks oder kleine Selbstlerneinheiten im E-Learning-Format sind in sich geschlossene, kurze Lerneinheiten und können gut für Flipped Learning-Zwecke zwischen zwei Präsenzeinheiten, als Ergänzung zu einem Live-Online-Format oder als Vorbereitung auf eine Präsenz- oder Live-Online-Einheit angeboten werden. Solche Wissenshäppchen können Lernende jederzeit ortsunabhängig und im eigenen Tempo absolvieren. Und sie können unterschiedlich gestaltet sein. Als Erklärsnack für Wissensinput in Form von Texten, Bildern oder Videos, als Ratesnack in Form von Fragen mit Einfach- oder Mehrfachauswahl, als Übungssnack oder als Selbstüberprüfungssnack in Form von Umfragen oder als Dialog. Mehr Anregungen zur Gestaltung kleiner Wissenshäppchen gibt es in unseren Lernressourcen, darunter ein eigenes Video mit speziellen Tools dafür. Soweit ein paar aktuelle Ideen für flexible Blended Learning-Angebote. Wer seinen Teilnehmenden weiter entgegenkommen möchte, bietet die Präsenzteile dabei einfach im Hybridformat an. Aktuell sind ja auch Formate gefragt, die das Selbstlernen auch außerhalb von instruierenden Kursen unterstützen. In der Erwachsenenbildung können wir dieses Selbstlernen fördern, indem wir kleine oder größere Selbstlernkurse anbieten. Oder wir können Vernetzungstreffen organisieren, in denen die Teilnehmenden ihre eigenen Themen einbringen und bearbeiten, zum Beispiel in Form von Online-Barcamps. Online-Selbstlernkurse können auch klein sein und durchaus kostenpflichtig. Nele Hirsch vom eBildungslabor erklärt, wie so ein Mini-Online-Selbstlernkurs ganz einfach gestaltet werden kann. Im ersten Schritt geht es darum, das Thema und die Gliederung festzulegen. Dann ist der Rahmen zu klären, die Vorlage zu gestalten und einen Einstiegsclip aufzunehmen. Weiters werden relevante Materialien kuratiert und bei Bedarf ergänzende Materialien gestaltet, Texte und Aufgaben formuliert und schließlich wird das Ganze als offenes Angebot veröffentlicht. Das eBildungslabor bietet solche Kurse kostenfrei an und verfolgt damit das Geschäftsmodell des Teilens. MOOC-Anbieter wie Coursera, iMOOCs oder OnCampus bieten größere Online-Selbstlernkurse an. Online-Barcamps können ebenfalls im Umfang sehr unterschiedlich gestaltet sein. Der bzw. die Koordinatorin erstellt eine informelle Einladung mit Ort, Datum, Uhrzeit und dem groben Gesprächsfeld. Die konkreten Themen werden von den Teilnehmenden eingebracht und priorisiert. Es liegt auch in der Verantwortung der Teilnehmenden, welche Punkte in welcher Intensität besprochen werden. Hier sehen Sie in aller Kürze, wie man Inhalte für ein Barcamp sammeln kann. Dann können sie von den Teilnehmenden bewertet und einem Zeitslot zugewiesen werden. In diesem Beispiel haben wir das mit dem Tool Draft.io umgesetzt. Als innovatives Format ist auch das Lean Coffee Meeting zu nennen. Es handelt sich dabei um eine agile Methode nach den Prinzipien des Lean Thinking. Die Agenda wird von den Teilnehmenden festgelegt. Ziel ist der eigenverantwortliche Wissensaustausch in Coffeeshop-Atmosphäre. Ein Lean Coffee dauert in der Regel 1 bis 1,5 Stunden und wird in der vorgegebenen Zeit und mit einem klaren Abschluss beendet.
Eine enge Timebox sorgt für einen effizienten Ablauf. Die Lean-Coffee-Methode eignet sich für das selbstständige Lernen durch Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer und besticht durch seine Einfachheit und Kürze und den geringen Vorbereitungsaufwand. Das Zukunftspanel ist ein Format, bei dem VertreterInnen aus Wissenschaft und Praxis diskutieren, wobei die Teilnehmenden immer mit einbezogen werden. Dafür kann man den Chat oder ein Whiteboard oder ein Audience Response System nutzen, je nachdem, ob man dabei in Präsenz, online oder hybrid arbeitet. Je nach Publikum und Thema kann das Zukunftspanel in den Varianten Debatte, Questions and Answers oder informell als Kamingespräch angeboten werden. Andere innovative Formate wie den Online Disk Space, das Online World Café oder den Online Lightning Talk finden Sie auch in einem Video in unseren Lernressourcen. Das Gleiche gilt für hybride Formate. Hier finden Sie ausführliche Infos auf erwachsenenbildung.at. Mit der Digitalität ergeben sich aber nicht nur neue Formate, auch das Verständnis von Räumen und Orten des Lehrens und Lernens ist im Wandel begriffen. Die traditionelle Lernraumgestaltung bei Bildungsanbietern stößt an ihre Grenzen, wenn man flexible Online-Lernphasen im eigenen Bildungshaus unterstützen will. Hier müssen wir uns eigentlich vom Einraumdenken verabschieden und unterschiedliche Räume für verschiedene Lernprozesse etablieren. Mobile Multimedia-Boards in Bildungseinrichtungen können dieses Konzept sehr unterstützen. Man bringt sie dorthin, wo sie gerade benötigt werden. Dasselbe gilt für Meeting-Halls oder mobile Medienwagen mit der typischen Infrastruktur für kleine Hybridveranstaltungen, sodass man in verschiedenen Räumen hybrid arbeiten kann. Dabei dürfen auch entsprechende Supportstrukturen nicht fehlen, die das konstruktive gemeinsame Lernen fördern. Austauschgelegenheiten wie zum Beispiel Barcamps oder Communities of Practice wurden ja bereits angesprochen. Beratungsangebote und kuratierte Ressourcensammlungen können Lernenden helfen, qualitativ hochwertige Inhalte zu finden. All das geht einher mit einem Rollenwandel der Lehrenden, die mehr und mehr zu LernbegleiterInnen werden. LernbegleiterInnen, die flexibel und online arbeiten, benötigen jedenfalls ein klares Rollenverständnis, also eine Haltung der Ermöglichungsdidaktik, entsprechende Content-Ressourcen oder Lernbausteine, die geeignete Infrastruktur und die entsprechende Software. Das Hybrid-Setting erfordert zusätzlich Kompetenzen in der Moderation. In juristischer Hinsicht sind Fragen der Werknutzungsüberlassung zu klären und arbeitsrechtliche Aspekte von Dienstverträgen bei kurzfristigen flexiblen Einsätzen. Von Seiten der Organisation braucht es veränderte Prozesse und auch neue Geschäftsmodelle, um auf die gestiegenen Flexibilitätserwartungen einzugehen. Mehr dazu gibt's im nächsten Video.